Epilog. Das Erbe Epsilon. 3 Tage und 3 Nächte warst du also auf Wanderschaft? Ohne Pause, ohne Nahrung, ohne Wasser. Das ist wirklich eine große Pilgerreise. Gerade, dass du sie nun noch machst. Reust du wirklich immer noch so sehr? Als Antwort folgte zunächst nichts als ein Blick. Mischung aus genervt und amüsiert. Warum genau rezitierst du dich nun selber? Ich schätze, es hat nostalgische Gründe. So hat dieser ganze Schlamassel begonnen und jetzt steht es am Ende. Der erste Dialog und der letzte. Irgendwo schließt sich der Kreis. Es steht am Ende. Du bist also wirklich entschlossen. Diese Welt soll für sich alleine stehen. Die Kraft des Autors. Abgegeben an die Pokémon. Bist du dir dieser Entscheidung wirklich bewusst? Natürlich bin ich das, Darkrai. Immerhin bist du selber es, der mir immer den Stand der Dinge in dieser Welt mitteilt und dieser scheint nicht mehr riskant. Wo wir gerade dabei sind. Wo wir uns heute wohl zum letzten Mal sehen. Erzähle mir alles. Nun, okay. Also, die wichtigsten Dinge in Kiraton kennst du alle schon. Dann, nein, Darkrai. Alles. Ich möchte es ein letztes Mal alles hören und sammeln für meine Geschichte, bevor ich sie in eure Hände übergebe. Also, bitte, erzähle mir und erzähle den Zuhörern. Was wurde aus dieser Welt seit dem Anbruch der neuen Ära? Kurz blickte der Epolyxus mich unsicher an. Als Reaktion meinerseits folgte bloß ein Nicken. Also gut, ich werde mit der Liga beginnen. Zunächst der Sport, dann der Ernst. Die Liga verläuft auf ähnlichen Pfaden wie noch vor der Ankunft Epsilons. Team Slash kämpft mit aller Kraft um die Spitze, doch auch, dass sie Amagaga wieder aufgenommen haben, hat ihnen in den 3 Jahren seit dem Ende des Krieges nicht mehr als einen einzigen weiteren Titel erbringen können. Und dieser direkt im Monat nach Kriegsende. Im Anschluss trat ein anderes Team regelmäßig auf ihre Pläne, insofern sie überhaupt Finals erreichten. Welches in meiner unparteiischen Meinung auch einfach überlegen gegenüber Team Slash ist. Und natürlich, selbst für die Besten ist, sollten sie denn antreten, Polar Lavatra eine große Gefahr, gerade nun mit Polars Rückkehr. Selbstverständlich bist du sehr unparteiisch, wenn es um dein eigenes Team geht, nicht? Nun, im Blick alleinig auf die Liga kann man Nordica nicht mehr wahrlich als mein Team bezeichnen. Natürlich gehöre ich noch zu ihm. Allerdings kämpfe ich nur noch sehr selten in der Liga. Es fühlt sich falsch und ungerecht an, nun wo ich mich tatsächlich als Epolyxus präsentiere. Zwar würde sich wohl niemand beschweren, doch es fühlt sich nicht richtig für mich an. Gleichermaßen löst die Situation weitere Probleme. Elementare hat sich nach allem entschieden, die Ligaleitung zwar wieder selber in die Hand zu nehmen, doch sie mir gleichzeitig auch nicht abzunehmen, sodass wir nun gemeinsam an der Spitze der Organisation stehen. Wobei es auch etwas gebraucht hat. Bis wir bei der gemeinsamen Arbeit wahrlich harmonisch agieren konnten, da Elementara zunächst nicht recht wusste, wie sie mit meiner wahren Identität umgehen sollte. Aber auch damit, dass ich herausgefunden hatte, was ihre war. Aber mit Zeit wurden die Dinge besser. Und nun sind wir wieder das Duo, das wir einst waren. Und gleichzeitig stresst sich Elementara nun deutlich weniger, da sie die Liga nicht mehr alleine leiten muss. In meinem Kopf machte ich mir Notizen. Also ist in der Liga alles bestens. Ja, das ist es. Nun, abgesehen davon, dass manchen Zuschauern die Spannung fehlt, zumindest seit dem letzten Jahr. Nachdem Polar Lavatra ihre Pause begonnen haben, scheint niemand Nordica stoppen zu können. Dann machen wir doch gleich bei ihnen weiter.
bei Polana Watra. Nun, nachdem sie mein Ritual vollbrachten, sind sie auf den Pfaden gewandert, die ich mir für ihre Zukunft erhoffte. Kell und Aurora zogen sich im Prinzip aus jedem Kampf zurück. Abgesehen natürlich von jenen des Sportes. Ihre Abenteuer sind nun ganz andere, gerade seitdem die beiden selbst Polana Watra im Namen ihrer neuen Familie pausierten. Wobei sie beide immer wieder betonen müssen. Es ist eine Pause, kein Ende für das Team. Aber derzeit haben die beiden mit ihrem Sohn alle Pfoten voll. Pola. Wieder unterbrach ich Darkrai. Schieben wir Pola noch etwas nach hinten. Weshalb? Ich verstehe, dass du dieses Thema am Ende der Erzählung behandeln möchtest. Doch gerade in deiner Geschichte fehlt da überhaupt noch etwas anderes Relevantes. Ich wage zu widersprechen. Kiratown ist friedlich, in der Liga alles bestens. Den Stamm Aralsas werden wir noch hören, das ist mir bewusst. Elementara ist wiedergekehrt, hat ihre alten Aufgaben erneut eingenommen. Aurora und Kell haben eine Familie gegründet. Aber von einem Pokémon würde ich noch gerne mehr erfahren. Darkrai, wie ist es dir selber denn ergangen, abgesehen davon, dass du die Liga immer noch leitest? Ich selber. Wenn das in deinen Augen wirklich etwas in deiner Geschichte verloren hat. Wie schon erwähnt, es hatte keinen Sinn mehr, meine Rolle als Epolyxus verborgen zu halten. Auch wenn es recht schwierig war, den Pokémon dieser Welt das gesamte Konzept zu erklären. Vor allem dadurch, dass alles, was dich betrifft, ihnen ebenfalls fremd war. Ich musste alles über den Autor, Epolyxus und die Gestalt dieser Welt erklären. Ich hatte wohl Glück, in meiner Rolle zu stehen. So waren die Pokémon zumindest bereit, mich trotz jeder Unglaubwürdigkeit anzuhören und mir zu glauben. Seitdem toure ich in regelmäßigen Abständen durch die Welt, um dir zu berichten, was geschieht. Nun bin ich wohl auch offiziell ein Wächter über diese Welt und nicht nur im Geheimen. Und damit werde ich auch nicht aufhören. Ich werde weiterhin diese Welt bewachen, sobald du sie an die Pokémon abgibst. Dann kommen wir zum wichtigsten Punkt. Darkrai, erzähle von Epsilon. Nun gut, Epsilon, das Zoroark, verließ diese Welt an jenem Tag, an dem sie gerichtet wurde. Doch sie verließ die Welt auf ihre eigene Art, unter eigenen Bedingungen. Ein Abgang mit Stil. Und ein Abgang, mit dem sie ihren größten Fehler wieder gut machen konnte. Zu großen Teilen. Physische Wunden wurden geheilt. Geistige Narben bleiben. Ganz wird Elementara nie heilen. Außer ihr kennt niemand das Gefühl zu sterben. Und das Gefühl, wie schnell das Leben ändern kann. Nur manche können mit positiven Gedanken auf das Zoroark zurückblicken. Nur wenige. Ihr Erbe jedoch. Es ist anders. Das Erbe Epsilon. Wenn Pokémon heutzutage das Wort Epsilon hören, so wird beinahe niemand zuerst an ein Zoroark denken. Denn Epsilon, es ist ein Ideal. Ein Ideal der Gerechtigkeit, für die man bereit ist, alles zu geben. Grenzenlos, selbstlos, entschlossen. Das Ziel im Auge ist nichts wichtiger als es. Und das Ziel ist Gerechtigkeit. Es gibt unzählige Pokémon, die dieses Ideal bewundernd betrachten. Doch wissen, dass sie niemals das Durchhaltevermögen, die Entschlossenheit hätten, es wahrlich zu leben. Denn wer wahrlich Epsilon werden will, der muss dem Pfad ein Leben lang folgen. Nun dann, Darkrai. Es gibt bereits Pokémon, die sich entschlossen haben, diesem Ideal zu folgen, welches aus den Taten des Zoroark entstand, nicht? Erzähle von ihnen.
Es gibt eine Art von Epsilon, welche nicht ganz jenem Ideal folgt, von dem ich hier erzähle. Und dies sind die Anführer vom Stamm in Aralsa. Nach den Ereignissen des Krieges entschied sich Olanga, dass es nicht die Alphas sein sollten, die an der Spitze des Dorfes stehen, sondern die Epsilon. Wobei er natürlich nicht die Machtverteilung geändert hat. Er hat lediglich die Rolle des Anführers und Vertreters zu Epsilon umbenannt. Und alle anderen Rollen rückten eins nach hinten in der Rangordnung. Somit ist Olanga selber natürlich ein Epsilon. Wobei er sich jedoch nicht den Idealen hingibt, welche die Pokémon als Epsilon kennen. Er ist es bloß der Name. Gleiches ist jedoch nicht für seinen Nachfolger zu sagen. Olanga hat sich nämlich entschieden, endlich einen solchen zu ernennen. Und somit die Tradition zu brechen, in welcher immer die Ahnen des Anführers die neuen Alpha oder nun eben Epsilon werden. Da er jedoch nie Kinder hatte, hat er ein anderes Pokémon erwählt. Ein Pokémon, welches sich bereits entschied, ohnehin Epsilon zu werden. Und zwar, indem es dem wahren Ideal folgte. Ein amüsierter Ausdruck legte sich auf Darkrais Gesicht, bevor er fortfuhr. Beinahe wünschte ich mir, dass Zoroark Epsilon wäre heute noch hier. Einfach damit ich ihre Reaktion sehen könnte. Die Reaktion darüber, dass Olanga ihren Titel als den seinigen beansprucht und gleichermaßen an Hagel von allen Pokémon weitergegeben hat. Wobei er, wie bereits erwähnt, auch selber Epsilon folgt. Auch gibt es auf Cebes, einem der beiden Kontinente, welche in deiner Erzählung keine Rolle spielten, bereits ein Nachtara, welches die Verantwortung Epsilon auf sich nahm. Und ebenso Shaman auf dem letzten Kontinent, Lerae. Somit ist derzeit Kasonien der einzige Kontinent ohne ein Pokémon, welches das Erbe Epsilon annahm. Aber es ist wohl nur eine Frage der Zeit. Dann beende deinen Bericht. Denn du hast bereits von Epsilon auf Cebes, Lerae und Aralsa berichtet. Doch wie steht es denn hier in Berelo? Dann darf ich nun also berichten. Gut, zunächst war ich sehr besorgt, als Polar als erster aller Pokémon die Entscheidung traf, dem Erbe Epsilon zu folgen. Ich verband es nicht gerade mit den besten Erinnerungen. Und gleichermaßen wirkte Polar für mich damals wie das Mitglied Polaner Watras, welches am ehesten weiter falschen Pfaden folgen würde. Jedoch, nun, wo einiges an Zeit verging, er folgt immer noch denselben Zielen wie einst. Aber er folgt ihnen nun im Hintergrund eines Ideales, welches seine Schritte auf guten Pfaden leitet. Seitdem er aus seinem einstigen Heim ausgezogen ist, um Platz für Auroras neue Familie zu machen, reist er als Nomade über den ganzen Kontinent, auf der Suche nach allem, was Unrecht ist, alleinig um es zu beseitigen. Nur dass er lernte, dass Fehler zu beseitigen nicht immer mit Gewalt zusammenhängen muss. Und damit bin ich am Ende der Erzählung angekommen. Nun dann. Dann danke ich dir für deine Kooperation, Darkrai. Es war mir eine Ehre, dich als Mitstreiter zu haben. Aber nun endet die Zeit, in der du diesen Autor unterstützt. Ich verlasse mich jedoch darauf, dass der nächste Autor von dir mindestens dieselbe Hilfe erfahren darf. Der nächste Autor. Ich dachte, du überlässt diese Welt ihren Bewohnern. Und alle gemeinsam werden sie der nächste Autor sein. Jede Welt hat einen Autoren. Eine Einheit, welche bestimmt, wie die Geschichte verläuft. Doch diese Einheit, sie kann auch aus der Gesamtheit allen Lebens bestehen. Wenn jeder Bewohner einer Welt die Macht hat, die Geschichte neu zu schreiben. Ich werde noch für eine kurze Weile hier ruhen, die Welt um mich herum betrachten.
Anschließend wird es die eurige werden. Wobei ich in diesem Tal ein Abbild meines selber hinterlassen werde. Einen Ex-Autor, welcher den Pokémon von der Geschichte und der Entstehung der Welt berichten kann. Doch der Welt sein wird wie ein normaler Bewohner. Darkrai's Antwort auf diese Worte war eine bloße Verbeugung. Ohne weiteres drehte er sich um und schwebte hinfort in die Finsternis des Höhlenausganges. Nur ein leicht rotes Leuchten seines Umriss blieb zu erkennen. Doch gerade dort wandte er sich noch einmal um, da ich ihn rief. Eine letzte Sache noch, Darkrai. Was ist es? Auf Wiedersehen, Epsilon Darkrai. Selbst wo nur ein Umriss blieb, glaubte ich ein Lächeln zu sehen. Es ist wohl sinnlos, meine Entscheidung vor dem Autor zu verheimlichen. Und es gibt auch keinen Grund. Doch es gab ihn. Hätte ich wirklich jemals einem Ideal folgen können, dessen alleiniger Name in meiner treuesten Partnerin die Finsternis erweckt? Offensichtlich schon. Du hast recht, denn Elementara selber hat es mir gesagt. Die Zeiten sind vorbei, in denen Epsilon mit Finsternis verbunden wird. Stattdessen ruht das Erbe im ewigen Licht auf alle Zeit. Denn Epsilon wird niemals sterben.